Als bayerische Integrationsbeauftragte bin ich viel im Land unterwegs. Dabei habe ich Menschen mit den unterschiedlichsten Migrationserfahrungen und beeindruckenden, ja manchmal auch nicht leichten Integrationsbiografien kennengelernt. Mit diesem Film möchte ich 4 Mutmacherinnen und Mutmacher vorstellen, die im Laufe ihrer Jahre in Deutschland Botschafter gelungener Integration geworden sind. Nie war es ein leichter Weg und nie ist alles vom Himmel gefallen. Aber sie haben bewiesen, Integration gelingt. Solche Mutmacherinnen und Mutmacher und deren Unterstützer gibt es überall. Lassen wir uns inspirieren und mit Zuversicht weiter an der wichtigen Aufgabe Integration arbeiten. 1988 ist mein Vater als politischer Flüchtling aus dem Jemen geflüchtet. Und sein Ziel war Deutschland. Wir sind insgesamt 9 Geschwister. Ich bin der mittlere dieser 9. Ich bin als 9-jähriges Kind nach Deutschland gekommen. Damals ohne irgendwelche Kenntnisse, weder über das Land noch über die Sprache. Und wir mussten dann gleich zu Hause Deutsch lernen. Ich denke, dass mein Integrationsweg hier in Deutschland niemals so verlaufen wäre, wenn nicht meine Lehrerin mich nach der Grundschule in der 5. und 6. Klasse so eng betreut hat, dass sie mich für das Gymnasium vorbereitet hat, für die 7. Klasse. Und dieser Zuspruch, dieser enorme Zuspruch von ihr, diese Zuversicht, die sie geteilt hat mit mir, das ist das, was ich mir wünsche für viele Kinder und Migranten, die hier nach Deutschland kommen. Für mich selbst bin ich immer noch jemenitisch, auch nach 30 Jahren in Deutschland. Ich bin aber auch deutsch. Ich fühle mich genauso wohl in der jemenitischen traditionellen Kleidung wie im Anzug mit Krawatte oder wie in Lederhose beim Oktoberfest. Ich bin nach Deutschland gekommen im Dezember 2004 aufgrund Familienzusammenführung. Erst war für mich ganz wichtig, dass ich erstmal die Sprache beherrsche. Ich musste mich beweisen, dass ich in Rumänien einen festen Job hatte als Diplom-Ingenieurin. Und das Schwierigste war, dass ich meinen Bildungsgutschein erhalte, Umschulung für Industriemechanikerin. Die Sachbearbeiterin des Bundesagentur für Arbeit hat mir betont, dass der technische Bereich auf keinen Fall ein Frauenbereich wird. Und ich habe gesagt, das ist mein Traum. Ich bin in diese ehrenamtliche Tätigkeit angekommen durch meine Tochter. Deine Tochter war bei uns in Mittagsbetreuung, ja. Ich habe den Verein gegründet von 2021, ja, mit Ziel, genau solche Frauen, wo haben keine Wurzel in Deutschland, eine Ersatzfamilie zu finden. Mein Herz schlägt am meisten für die Kinderaktivitäten, mit Basteln, mit Kreativität, Backen. Und das gibt mir Kraft. Durch diesen Verein könnte ich einfach mich festsetzen in Gesellschaft und das ist für mich, ich spüre innerlich neue Energie. Ich heiße Abdullah Zahl, ich komme aus Syrien. Dort war ich Mathematiklehrer an einem Gymnasium. Ich bin Lehrer, kein Soldat, deswegen musste ich nicht im Krieg sein. Ich habe vorher durchgelernt in Syrien, zuerst und danach in Jordanien, weil ich möchte weiter mein Studium in Deutschland fahren. Die Kinder zu beschulen in der Grundschule mit wenig Deutschkenntnissen ist noch etwas, was zu bewältigen ist, aber mit den Eltern Kontakt halten war sehr schwierig. Und dann haben wir bei unserer Schulaufsichtsbehörde nachgefragt, ob es nicht Möglichkeiten für einen Arabischdolmetscher gäbe und da wurde uns der Abdullah Zahl genannt. Frau Himmer hat mir die Chance gegeben, mir als dritte Kraft in der Grundschule zu arbeiten. Er hat sich in vielerlei Hinsicht engagiert, im Integrationsbeirat, bei dem MIMI-Gesundheitsprojekt, bei WIDEM. Seit 4 Jahren bin ich Betreuer an der Uni in einem Programm, heißt Sportverbände, das zwischen Flüchtlingen und Studenten. Bei Integrationsbeirat ich bin Mitglied und ich helfe vielen Studenten, wie kann an der Uni anmelden oder Stadtbeirat, wenn sie neu hier gekommen sind. Ich möchte beweisen, dass ich ein Teil von deutscher Gesellschaft bin.
Also ich kam nach Deutschland 1974. Ich komme ja aus Istanbul und damals war ein Militärputsch. Ich habe mir überlegt, was mache ich dann? Dann habe ich mir meine Bekannten und Verwandten haben gesagt, du kannst ja eine Fremdsprache lernen. Und dann hat meine Mutter gesagt, es ist besser, wenn du nach Deutschland fährst. Wir haben ja dann hier türkischsprachige Menschen. Dann könnten sie mir unter Umständen helfen, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Aber ich bin nie in Schwierigkeiten geraten. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe am Anfang Betriebswirtschaft studiert. Das war sozusagen von Istanbul Uni hier. Aber es hat mir nicht gefallen und hat mich mehr für Sozialarbeit, Sozialpädagogik interessiert. Und von 1979 bis 1983 an der Katholischen Fachhochschule habe ich Sozialwesen studiert. Und seit 1993 arbeite ich bei Donau Mobile als Geschäftsführerin. 1991 bis 1996 war ich erster gewählte Ausländerbeiräte, jetzt nennt sich Migrationsbeirat. Und da habe ich Frauenausschuss geleitet. Wenn Sie gute soziale Kompetenz haben, glauben Sie, Sie haben auch interkulturelle Kompetenz.